Also ich habe mal früher angefangen, Medizin zu studieren, mit dem Ziel, am Ende einen Beruf zu haben, wo man viel mit Menschen zu tun haben kann. Nach dem Studium musste ich dann feststellen, dass Arbeitsdokumentationen und Qualitätssicherungsbögen offensichtlich wichtiger sind als die Zeit am und mit dem Patienten. Ich habe mich entschieden, in die Politik zu gehen, um das zu ändern. Andere Kollegen haben den Weg zum Glück noch nicht gewählt, sonst wäre die Versorgungssituation noch schlechter. Aber jetzt ist man ja an der Stelle, um das auch umsetzen zu können, was man sich vorgenommen hat. Und Sie haben das vielleicht auch der Öffentlichkeit entnommen. Wir haben gerade genau das umgesetzt. Als Minister habe ich jetzt die Bundesmantelvertragspartner darum gebeten, die sogenannten ambulanten Codierrichtlinien nochmals zu stoppen, deren Einführung zu stoppen, Einführung und Weiterverwendung zu verhindern und zu einem besseren System zu kommen als das, was wir bisher haben. Ich will das ausdrücklich nochmal festhalten. Es ist richtig, dass man Morbidität in irgendeiner Form erfasst und Ärztinnen und Ärzte nach der Morbidität bezahlt. Denn wenn die Morbiditätslast nicht endlich zu den Kassen kommt, dann verbleibt sie bei den Ärztinnen und Ärzten und sie stehen, wir würden sagen als Mediziner, auf der letzten Wiese, müssten vor Ort dann immer entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht, und wenn ich das mache, komme ich am Rande meines Budgets. Alle Ärzte machen das dann, kommen aber an den Rande des Budgets und das ist falsch, deswegen muss man die Bezahlung auch nach der Morbidität richten. Aber das System, was wir da jetzt haben, führt nicht dazu, dass wir Morbidität abbilden, sondern dass wir Arbeitskraft binden, aller, die in einer Praxis beschäftigt sind. Das sind nicht nur Ärzte und Ärzte, sondern entsprechend auch. Wir hatten ja schon über meinen Schwiegervater Dr. Lauterbach gesprochen, der ist nämlich auch niedergelassener Arzt, als Hausarzt in Goslar. Und wenn der mir die Bedienungsanleitung für die ambulanten Codierrichtlinie in die Hand drückt, sagt, du bist doch Minister, erklär mir das mal. Dann ist das ein ganz heißes Eisen für mich, wenn ich es nicht erklären kann. Und spätestens dann in der Sekunde wissen Sie, Sie müssen etwas dramatisch dann verändern, weil Sie eben einen Beruf erlernt haben, um Menschen zu helfen und nicht etwas für Statistiken zu kodieren. Und deswegen kommen wir nicht nur zu einem Stopp, sondern ich habe das ausdrücklich angekündigt, auch gegebenenfalls zu gesetzgeberischen Änderungen, wenn es um die Kodiertiefe geht. Man braucht nicht zwangsläufig fünfstellige Ziffern. Vierstellige Ziffern könnten es an der Stelle auch tun. Man muss wirklich sagen, was brauchen wir, um Morbidität abzubilden und was ist schön für die Statistiker. Sie sind nicht Statistiker geworden, sie hätten Mathematik studiert, sondern Mediziner. Und das soll man auch bei den ambulanten Codierrichtlinien in der Zukunft dann erkennen können.